egal, das war halt echt ein cooler Tag, muss ich sagen. Mhm. Hat mir echt Spaß gemacht. Ja. Das machst du nicht normal, du Schlampe, hast du gehört? Oh, was ist denn? Oh. Muss ich das machen, damit du das verstehst? Hä? Muss ich so die Scheiße mit dir abziehen oder was? Gefällt dir das? Willst du das so? Hä? Am nächsten Tag. Karls Ausraster hat Ava komplett verdrängt. Doch die Harmonie trügt. Die 26-Jährige ahnt nicht, dass sie auf einem Pulverfass sitzt. Aber Karl, ich liebe nur dich. Wirklich. Echt? Ja, wirklich. Ja gut, aber es wäre schon gut, wenn du mir das beweisen könntest. Wie soll ich es dir denn beweisen? So oder was? Nee. Oder wie? Das reicht mir auf jeden Fall noch nicht. Das soll jeder gleich merken, dass du zu mir gehörst. Jeder auf der Welt soll das gleich checken. Verstehst du, ich meine? Das soll man auf dem ersten Blick gleich sehen, dass du meine bist. Verstehst du? Soll ich's rausschreien? Ich liebe dich! Oder? Ja, nein, nee, was meinst du? Du musst doch meinen Namen tätowieren, damit wirklich die ganze Welt weiß, dass du mir gehörst. Tätowieren? Deinen Namen? Ja, am besten so, dass es wirklich jeder gleich sieht. Ich wünsche Ava sehr, dass sie merkt, dass mit Karl etwas nicht stimmt. Es ist nicht in Ordnung, eine Tätowierung einzufordern, schon gar nicht als Liebesbeweis. Aber es zeigt Karls Besitzanspruchsdenken. Eine Stunde später. Ava versucht bei ihrer Schwester Delfina, sich nichts anmerken zu lassen. Die 26-Jährige ist froh, dass Karl beste Laune hat. Noch. Schmeckt gut. Aber hey, ich glaub, dir ist was angebrannt. So wie das ausschaut. Ja, hör mal, spinnst du? Ich hab hier alles im Griff. Ja, ja. Glaub mir. Die hat super. Ich bin hier der Meisterkoch. Auf jeden Fall. Da. Ach, gib doch mal her. Ja, super, läuft mir. Ja, siehst du? Ja, das hab ich jetzt. Auf jeden Fall. Trink mal noch einen Schluck. Hey, ihr beiden, könnt ihr mal aufhören, die ganze Zeit über die Arbeit zu sprechen? Wir wollten gerade nur anstoßen. Wie läuft's denn in der Arbeit? Alles easy? Ja, alles super. Also, mit deiner Freundin zu arbeiten, macht echt Spaß. Wir machen viel Blödsinn, aber sie arbeitet auch echt gut. Echt? Ist das so? Ja, auf jeden Fall. Tja, kannst du mal sehen. Die beiden Schärfschwestern sind die tollsten und schärfsten Bräute in ganz München. Ja, das stimmt allerdings. Das habe ich mir schon gedacht. Aber hey, ich bin richtig stolz auf dich, muss ich dir wirklich sagen. Danke, danke, Schatz. Freut mich, dass du sowas sagst. Finde ich richtig cool. Cool. Dann trinken wir noch was. Stoßen wir noch mal an, oder? Cheers. Prost. Okay, Prost. Cheers. Prost. Ava sollte ihrer Schwester unbedingt erzählen, was los ist und dass ihre Welt nicht so heil ist, wie es scheint. Sie braucht dringend Hilfe und jemanden zum Reden, damit sie aus diesem Teufelskreis rauskommt. Ich mache mir wirklich Sorgen um Ava. Am frühen Abend. Völlig blind läuft Ava auf die nächste Katastrophe zu. Cool. Also den heutigen Tag, Karl, fand ich echt cool. Schön. Erstmal essen. Und du verstehst dich auch mit Justus so gut. Das freut mich echt. Was fällt dir an, mit diesem zu flirten? Hä? Glaubst du, ich hab dich nicht gesehen, wie du mit dem geflirtet hast? Hä? 20 Minuten später. Mann, ich war so happy, dass es mit uns wieder gelaufen ist. Irgendwie, ich versteh's nicht. Ich meine, Justus ist einfach nur ein Kumpel und ich würde nie jemanden anders anflirten. Ich verstehe mich einfach nur gut mit ihm. Das musst du doch wissen, ich lieb dich doch. Ich dich doch auch. Ich lieb dich einfach so krass, Mann. Ich kann das nicht mit anschauen. Zerreißt mich einfach, alter Mann. Wenn ich sehe, wie der Penner dich anschaut, Alter. Wie er dich anstarrt, mit welchen Blicken er dich anguckt. Ich kann das nicht mit anschauen. Ich arbeite mit ihm zusammen. Ich sehe ihn jeden Tag. Ich verstehe mich einfach so mit ihm. Ganz ehrlich, er ist der Freund von meiner Schwester. Weil ich mach doch nie was mit dem. Nie würde ich mit dem was machen. Ich will nur dich. Ey. Vielleicht hast du recht. Ich werde mich jetzt ändern. Ich mach das besser. Es tut mir leid, okay? Wirklich. Versprich's mir, Mann. Ja, ich versprech's. Ich schwöre, ich versprech's. Ich versprich's dir. Was ist mit dem Tattoo? Wolltest du nicht meinen Namen stechen lassen? Das Tattoo, jetzt fang doch nicht damit schon wieder an. Und das wäre wie so ein Beweis, weißt du? Ich würde einfach wissen, das ist meine Frau, Mann. Für immer. Das Mann, ist aber mein du Mädchen. Weißt doch. Ich kann das nicht. Ich kann das einfach nicht. Schau mal, mein letztes Tattoo, das war total entzündet. Ich habe einfach Angst davor, dass es wieder passiert.
Ja, warum warst du auch bei so dem Hinterhof-Typ, Mann? Hast dich da tätowieren lassen? Was hast denn du erwartet? Mann, ich hab dir auch noch gesagt, geh nicht hin. Ja. Ey, Mann. Ich kann's nicht. Ich kann's einfach nicht. Sind 4 Buchstaben zu viel verlangt? Am nächsten Tag. Karl will seinen Ausraster von gestern bei Ava wieder gut machen. Doch es kommt alles ganz anders. Das gibt's nicht. Mich verarschen. Das ist doch Justus. Was macht die mit dem? Was? Na warte. Schauen wir mal, ob sie reingehen. Na warte. Warte mal kurz. Okay, alles gut. Alles gut. Ja, ja. Passt alles. Enzo. Die hat mich. Die hat mich weggedrückt, Alter. Ich hab's doch die ganze Zeit gewusst. Diese letzte Schwischrampe, Mann. Ich schwör dir, wenn ich dich nie. Ich kann durchdrehen, Alter. Karl ist unberechenbar und wird es auch bleiben. Wir sehen ja hier, wie schnell seine Stimmung kippt. Und das ist gefährlich für Ava. Ich kann nur hoffen, dass Karl endlich gestellt wird. Am nächsten Tag. Ava versucht, sich nichts anmerken zu lassen. Die schweren Körperverletzungen machen ihr aber sehr zu schaffen. Zieh das mal an. Schaut bestimmt super aus. Ich schau mal kurz. Ja? Ja. Schau du dabei weiter? Ja, ich schau mal weiter. Vielleicht finde ich was für mich. Also, so an sich finde ich das echt super. Also, von vorne schaut das Top echt gut aus. Ist schon cool. Zeig mal her. Spinnst du? Raus sofort. Oh Gott, was hast du gemacht? Aua! Ich sehe doch, dass da was passiert ist. Das muss doch heute wehtun. Du siehst aus, als wenn ein Panzer dich überfahren hätte. Das geht dich gar nichts an. Das muss dir doch total wehtun. Geh weg. Ich will aber wissen, was passiert ist. Es ist nichts passiert, okay? Lass mich in Ruhe. Bitte zeig es mir. Es geht dich aber nichts an. Es ist nichts passiert, okay? Dir passiert gleich was. Ich will nicht darüber reden. Mein Finger. Hey, du bist es gerade ganz schlecht. Nein, nein, es war echt nur ein Unfall. Ich hab's dir doch gesagt. Lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. Hey, wer war das? Fina? Hm? Hey, du erzählst doch grad Scheiße über mich, Alter. Nein, tu ich nicht. Ich hab ihr gar nichts gesagt. Es ist alles gut, wirklich. Es ist wirklich alles gut. Am nächsten Tag. Karl hat Ava so schlimm zugerichtet, dass die 26-Jährige furchtbare Schmerzen hat. Ich bin ganz vorsichtig. Ja, ich sehe schon. Ich bin ganz vorsichtig. Was ist mit dem Arm? Oh, ganz schlecht. Geht auch schlecht. Okay. Was ist denn genau passiert? Ja, wissen Sie, meine Freundin ist etwas, man sagt, schusslich oder dusselig. Okay. Ja, und dann dann ist sie halt gestolpert, weil sie wieder bei WhatsApp die ganze Zeit rumgeschrieben hat. Und dann ist halt passiert. Ich bin die Treppe runtergefallen. Ja, genau, die Treppe ist so. Ja. Ich würde gerne noch eine Röntgenaufnahme machen. Dazu würde ich Sie kurz an jedem anbitten. Aber Moment. Sie haben doch da schon eine in der Hand. Ja, das stimmt. Aber hier ist leider nur die Hälfte erkennbar. Nur eine Seite. Sind beide Seiten. Muss das wirklich sein? Sie haben sie doch jetzt gerade eben schon so krass. Nein, ich würde Sie bitten, kurz hier zu warten. Mhm. Und Sie bekommen dann Ihre Freundin auch gleich wieder zurück, okay? Okay. Kommen Sie bitte rein. Nehmen Sie bitte auf den ersten blauen Stuhlplatz. So. Frau Scherf, was ist denn nun wirklich passiert? Bleiben Sie noch immer dabei, dass Sie gefallen sind. Wir sind hier allein. Hier kann uns niemand hören. Ich weiß ganz genau, was jetzt passiert. Nein. Soll ich vielleicht die Polizei rufen? Was? Polizei? Nein. Nee. Was wollen die denn machen? Ich meine, wollen sie jetzt die Treppe bestrafen oder so? Ich bin wirklich nur die Treppe runtergefallen. Also, die Verletzungen sehen nicht nach einem einfachen Sturz aus, sondern sie weisen
fielen mir typische Merkmale einer Misshandlung auf. Hat Ihnen das jemand angetan? Hat Sie jemand geschlagen? Warum glauben Sie mir denn nicht? Ja. Das müssen Sie doch glauben. Ich bin einfach nur schusselig und das ist typisch für mich. Bleiben Sie ruhig sitzen. Es passiert Ihnen hier nichts. Ich würde Sie dennoch gern zur Beobachtung über Nacht hier behalten. Aber warum denn? Es ist doch nichts passiert. Ja, soweit ist alles okay, wenn Sie mir nichts anderes sagen. Trotzdem würde ich Sie gern für eine Nacht hier behalten. Das ist reine Routine. Sie müssen sich da keine Gedanken machen. Und bei Treppenstürzen dieser Art können sich innere Verletzungen auch erst später zeigen. Ich möchte nur sicher gehen, dass das bei Ihnen nicht zutrifft. Mensch, was machst du denn bloß für Sachen? Gut, dass du mich gleich informiert hast. Cool, dass du da bist. Wie geht's dir? Aua, Vorsicht. Entschuldigung, Mäuschen. Ja, gut, geht's mir. Ja? Was ist denn passiert? Oh Mann, ja, es ist alles irgendwie dumm gelaufen. Ich weiß auch nicht. Süße, ich kauf dir keinen weiteren Unfall mehr ab. Gib es gefälligst zu, dass es dir jemand angetan hat. Psst, das darfst du hier nicht sagen, laber nicht so eine Scheiße, Mann. Karl, oder? Ja. Das war Karl. Psst. Gib es doch endlich zu, dieser elende. Hör auf, sowas zu sagen. Wenn es irgendwer hört, dann kriegt er voll Anschiss. Es kommt mir so vor, als wenn es genau das Richtige wäre. Der gehört doch eingesperrt, ey. Du bist so ein toller Mensch. Ich verstehe nicht, wie er dir bloß ein Haar krümmen kann. Ich könnte echt kotzen, wenn ich darüber nachdenke, was er dir alles angetan hat. Ach, Schwesterherz, du hast es nicht verdient. Sowas hat keiner verdient. Hörst du? Ich weiß, aber er hat mir versprochen, dass er aufhört. Er will das doch alles gar nicht. Er will mir gar nicht wehtun, verstehst du? Er liebt mich doch. Er wird sich nicht ändern. Schau dich mal an. Mäuschen, ich verspreche dir, dass du nie wieder zurück musst zu diesem Kerl. Er wird dir nie wieder sowas antun. Das verspreche ich dir. Hörst du?